Ein herzliches Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, wir sind noch auf der Mission ein verlorenes Netz. Wir sollen nämlich Barton finden, aber wir müssen erstmal mit Granar geredet und wir sollten dann Barton töten, dass er dann die Kontrolle über Kanarok behält. Und hier haben wir ja zuletzt aufgehört, denn ich bin in einer neuen Aufnahmesession. Hier fängt schon an zu krabbeln. Das klingt nicht gerade amüsant. Oh, was mache ich? Kann man da reinfinden hier? Jetzt. Los. Drücke nach oben, wenn das Totenkopf-Symbol erscheint, um den Aggressivitätsmodus, sag ich bin. In diesem Modus kannst du auch freundlich gesinnte Ziele angreifen. Aha. Du befindest dich im Aggressivmodus. Warnung, Angriffe auf Zivilisten, ein Verbrechen. Sind darauf vorbereitet, dass die Wachen rufen. Okay, du kannst jederzeit erneut nach oben drücken, um den Aggressivitätsmodus wieder zu verlassen. Was erlaubt ihr euch? Das war's mit dir. Und tschüss. So, du hast den Aggressivitätsmodus deaktiviert. Da andere deinen Verbrechen nicht sofort verzeihen, musst du eventuell fliehen. Okay. Hat doch aber gar keiner gesehen. Soweit ich es mitbekommen habe. So, den müssen wir noch auslooten. Oder? Hier entlang. Okay. Ah. Und bam. Warum steht der mal wieder auf? Sehr merkwürdig. Oh. Heiltrank wollte jetzt eigentlich nicht nehmen, aber jetzt steht er wieder auf. Warum? Muss ich mit ihm reden? Hast du nicht gedacht? Tja, jetzt ist Schluss mit lustig. Warum kann ich die nicht erledigen? Quest. Barton finden. Um mehr über Barton und mit zu erfahren, falls ich Barton finde, soll ich ihn töten. Mache ich doch die ganze Zeit mit Haar. Habe ich eine neue Waffe eventuell? Nein. Schnell. Bogen lassen wir mal. Rüstung. So, die habe ich ausgerüstet, genau. Füße. Haben wir keine schönen. Konsumgut. Tja, was brauchen wir um ihn? Feuerschilde. Reparaturkits. Kotes des Schicksals. Ein alter Stein bedeckt mit leuchtenden Linien in einem Feinmuster, der magisch pulsiert. Diese Schrift scheint Teil des Tagebuchs eines Seiteners im Netzwerk zu sein. Hier ist überhaupt nichts aufgelistet. Verstehe ich nicht.
Das ist sehr komisch. Hier entlang. Bin gerade ein bisschen überfragt. Nichts Neues von euch. Kriegen wir diese Mission nicht hin? Quest. Ein verfrorenes Netz. Ich habe mich außer Borten finden. Okay. Machen wir doch. Leuchtet da noch was? Nein. Okay. Scheint irgendwie sehr, sehr komisch zu sein. Sagen, warum, wieso, weshalb, warum. So, wir sind ja hier von hier gekommen. Mann, Alter. Was ist denn da von mir? Aua. Jetzt muss ich aber ran. Na, komm dann da. Was ist denn das für einer? Sehr komisch. Sehr komisch. Ich gehe jetzt einfach mal. Da wären wir runtergesprungen. Gehe jetzt einfach mal in die entlang und falls es nicht klappen sein sollte, dann lasse ich die Quest einfach liegen. Das ist mir echt ein Rätsel. Okay, komm mal. Die Magie kommen wir auch nicht runter. Mensch. So, mal, ich war echt jetzt hier ein bisschen gefangen. Gefällt mir gar nicht. Jetzt hier irgendwie entlang springen kann er ja nicht. Ich kann wieder immer wieder zu ihm zurück. Echt sehr komisch. Barten finden. Hallo, Barten? Ich war schneller. Gut, dann gehe ich wieder raus. Das halten wir uns hier noch Tage auf. Das wollen wir ja nicht. Dann gehen wir halt weiter zur nächsten Quest. Das ist aber. Ist aber echt doof. Warum das nicht klappt? Die sollten ihn umlegen, haben wir umgelegt, dann
Können wir auch nichts anderes machen. Ich weiß gar nicht, wo lang wir gegangen sind. Nein. Sehr komisch. Jetzt einfach mal eine andere Quest. Düstere Ernte, den Turkhof durchsuchen. So. Okay, das scheint der richtige Weg zu sein. Ach hier. Waren wir doch super auf dem richtigen Weg. Netzwald. Das ist echt grausig, warum das jetzt nicht geklappt hat. Nun gut, dann soll es halt nicht so sein, ne? Kann man ja nun auch nicht ändern. Ach man, kann ja nicht springen. Und diese Umwege. Schauen wir mal, ob wir an die andere Quest weiterkommen. Die sinnvoller ist. Hallo. Sorry. Oh, mitnehmen. Ich habe ja echt alles im Wald. Scheint nur noch sehr viele Spinnen zu sein. Gold, 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 Gold. So. So, an der nächsten Abbiegung rechts. Gibt es jetzt hier noch irgendwas? Nö, dann gehe ich jetzt hier entlang. Nimm natürlich das mal mit und ich höre schon wieder was. Oh, die hält ein bisschen was aus. Oh, so knapp. Nicht mit mir. Bam. Auch sauber erledigt. Haben wir aber gut EP gegeben. Aber ihr Gebet haben sie trotzdem gesprochen. Alles mitnehmen, was geht. Oh, doof, dass man hier nicht runterjumpen kann. Das ist echt ein little bit blöd. So, die Pflanze noch mitnehmen. Gucken, ob der Weg vielleicht nicht allzu weit ist, hoffentlich. Das wäre nicht schlecht. Ah, hier ist ein Blöde Spinnen. Ah, ich sehe nichts. Spopala, die Spinnen können echt gefährlich werden. Zack. Den Segen nehmen wir natürlich mit. So soll es doch sein. Wird doch bestimmt auch gleich nochmal was rausspringen. Aber vorher diese Pflänzchen noch. Halleluja. Die können ja schon einstauben. Ist ja der Wahnsinn. Glück habe ich ein bisschen härtere Rüstung jetzt an. Sonst wäre das fatal. So, hier kann man runterspringen wenigstens. Mensch, wie weit ist denn das entfernt? So, da oben scheint es zu sein. Ja, und das erkunden wir dann in der nächsten Folge von Kingdoms of Amalur Awakening. Also, bis dahin.
Ja, was für eine Folge. Da hat uns die Quest einfach mal sehr viel Zeit gekostet und hat nicht mal funktioniert. Vielleicht wisst ihr ja, vielleicht nochmal einen Rat, dass wir sie eines Tages lösen können. Also, bis dahin.